Ich bin willkommen zurück bei The Witcher 1. Wir wollen zu Vaska. Ab geht's zum Deich. So, ich weiß gar nicht mehr, wo der überhaupt war. Wo war denn der nochmal? War der hier oder? Ach, ich muss darüber wieder fahren. Ach, hätte ich aber auch vom Kalkstein ausgehen können. Ich vergeude meine Zeit. Obwohl, da komme ich ganz oben am Sumpfraus. Das ist auch nicht gerade die Sache, wo wirklich sinnvoll ist. Nee, dann fahre ich lieber. Eieiei, geht mal aus dem Weg hier. Hallo, Weg. Zum Teufel damit. Ja, verpiss dich. Ich soll drüber. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Ah, der könnte mir auch ruhig mal eine Flatrate hier. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Ja, kennen wir alles. 5 bezahlen. Ganz ja, kann. Wie oft wollt. So, das kann man auch überspringen. Ja, überspringen. So. Kunde? Was? An Bord. Nee, ich bin doch erst gerade hergekommen. Weiße Myrte. Das Zeug können wir da einsammeln. Das brauchen wir. Vaska, da ist er. Genau, die suche ich. Ach, die Genesie. Seid gegrüßt. Vieles hat sich verändert. Stadtvolk hat unseren Sumpf überrannt. Hm. Wer sind diese Fremden? Trockene. Wie schrecklich. Sie vertrieben die Holzfälle. Viele wurden ermordet. Sie verschleppen unsere Familien. Die Wassergötter sind erzürnt. Nur die Druiden wagen es noch, im Hain zu bleiben. Geschah sonst noch etwas während meiner Abwesenheit? Ein großer Kampf tobte zwischen einem Mann mit feuriger Seele und einem Elfenfürsten. Wer hat gewonnen? Unsere Götter obsiegten. Gepriesen seien sie. Kann ich euch etwas fragen? Was? Ich hörte, ihr habt Probleme. Ich hörte, ihr habt Probleme. Wie der Ertrunkene? Ja. Aber wir haben ein anderes Problem. Sprecht, Vaska. Banditen mit Salamanderabzeichen zwingen meine Leute, Kräuter zu sammeln. Das ist äußerst interessant. Sie teilen unsere Leute in Gruppen ein. Bewaffnete Wachen beobachten sie. Wo sind sie? Eine Gruppe sah ich beim eingestürzten Turm. Bitte helft ihnen. Ich werde euch belohnen. Ihr Boss, Roland Bleinheim, ist ein böser Mann. Tötet ihn. Genau das werde ich tun. Genau, das werde ich auch. Ich wollte aber trotzdem noch mal mit dir reden. Was? Einmal handeln, bitte. Was können wir dir denn verkaufen, oder was können wir denn hier kaufen? Ah, der Wodka, der ist halt ziemlich teuer. Nein, ich muss widerstehen. Ich kann jetzt nicht einkaufen, ich will die Rüstung. Ich muss mal hier wieder ein bisschen so, was haben wir denn hier? Ein bisschen plündern. Fass, zum Beispiel sowas. Was? Da die Fässer mal ein bisschen leer räumen. Amanum Gualdeert. Da. Da ist nämlich manchmal was drin. Aha, starker Alkohol. Grundstoff für Tränke. Seht ihr? Brauchen wir noch gar nicht kaufen, das Zeug. Das Bier kann ich wieder verticken. Die zwei Fässer werden leer. Da ist noch ein Fass. Sehr schön. Was gibt's denn hier? Starker Alkohol, Grundstoff für Tränke. Hey, die haben hier ganz schön viel Alkohol. Unbekannter Scout kann ich leider nicht pflücken. Gut, ich glaube, das war's hier. So. Jetzt, was wollt die von mir? Irgendwie, dass ich irgendjemand hier rette, oder wie war das? Erntezeit. Also gut, dann machen wir das. Wo müssen wir da hin? Oh, ganz weit weg.
Da müssen wir wieder den ganzen Scheiß hier aus rumlatschen. Ja. Wir werden wieder viele Monster auf uns warten. Uns Petersilie. Mhm. Können wir mal pflücken, das Zeugs hier. Was ist das? Ah! Weil ich brauche für meine Alchemie dann wieder ein bisschen was. Dass ich wieder ein bisschen Tränke herstellen kann, weil ich habe nämlich keine mehr, wo wir irgendwie regenerieren. Schauen wir mal, was wir denn noch hier haben. Trank. Macht versteckte Gegner sichtbar. Erhöht die Ausdauergeneration deutlich. Die Reflexe und Reaktionszeit. Das war der eine, wo so ein bisschen so belämmert macht. Bevor ich jetzt weitergehe, gehe ich doch noch mal kurz zurück an die Feuerstelle und mache mal ein paar Tränke. Ich habe irgendwie Schiss, dass mich irgendwie mal wieder umhaut. Hier war doch irgendwo eine Feuerstelle. Wo ist sie denn? Da. Da ist sie. Perfekt. Hier. So. Schwalbe. Schwalbe, Schwalbe, Schwalbe. Macht was nochmal? Vitalitätsregeneration, deutlich. Genau, das will ich haben. Einmal. Konnte ich nur eins machen. Was fehlt denn? Geisteröl? Katze? Weiße Möwe, Grundstoffe, Tränke. Ich glaube, das fehlt, hä? Ja, genau. Muss ich erstmal das herstellen, so wie es aussieht. Dass ich wieder Schwalbe herstellen kann. So. Ausdauer. Vitalität, Ausdauer, das kann ich nicht fressen. Reflexe. Katze war. Sehvermögen. Wirklich die Intelligenzausbaustufe. Sollte ich vielleicht auch mal machen, hä? Weil dann kann ich wahrscheinlich. Ja, das ist dann. So ein Ausbautrank. Den will ich nachher erstmal saufen. So, gut. Haben wir genug? Bis noch eine Stunde meditieren, damit wir die Tränke auch haben. So, wir können loslegen. Inventar, wo haben wir denn unsere hübschen Tränke? Wo ist es denn? Schwalbe. Da ist er. Okay, und den hier saufen wir mal. Mondauffang. Aha. Gut. Ach, die Scheißköpfe wollte ich noch. Kaufleute. Die Köpfe wollte ich noch verkaufen irgendwann. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Ach, was bist du für einer? Ah, ne Mulle. Ne Mulle! Mal schauen, wo wir jetzt lang müssen. Jetzt müssen wir hier geradeaus durch. Einfach mal irgendwie durch. Jetzt klingelt das Telefon auch noch. Prima. Aber ist sowieso nicht für mich. Nee. Oder? Ah doch, könnte für mich sein. So, ah! Hilfe!
Naja, bei den Let's Plays kommt es halt immer mal vor. Kann man nicht beeinflussen. Da kommt halt immer mal das Privatleben. So, das kann man die auch plündern. Aber meine Freundin kümmert sich ums Gespräch. Ah! Pflanze, weg, weg. Oh, boah, was ist das für Riesen? Verdammt, was ist das? Was zum Henker? Da laufe ich aber jetzt mal ganz schnell los. Boah. Boah. Was sind das für Riesen? Boah. Hilfe. Oh, Jesus Gott. Verdammt. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Okay, um die kann ich mich ja kümmern, ey. Halt. Schneller Kampfstil. Na, komm. Na. Überreste. Was haben wir denn Schönes? Ah. Hirn. Lecker. So, jetzt sind wir ein bisschen Ah ne, wir sind genau richtig. Cool. Wir müssen ja hier lang. Hey, was waren das für Riesenviecher gerade, ey? Boah. Junge, Junge. Jetzt habe ich mich echt schon tot gesehen, ey. Ich könnte es auch mal probieren, manchmal nur mit so einer Pflanze anzulegen, aber irgendwie traue ich mir das nicht so wirklich. Die sind so voll heftig. Kiste. Das ist eine Kiste. Hilfe! Na, was bist denn du für einer? Ich glaube, da machen wir mal starker Kampfstil rein, würde ich. Ich lasse euch quieken! Ach, das ist ein Aufpasser. Du Drecksack. Der hat auch ein bisschen was für mich dabei. Sehr gut. Ja, komm mal her, Jungs. Boah, der schnelle Kampfstil hier. Oh, Gruppe. Boah, alter Schwede. Stark rein. Komm her! Und du auch, jetzt los! Drecksack, du. Ich glaube, das sind die, wo ich befreien muss, hä? Was glaubt ihr hier, irgendwelche Leute zu unterdrücken? Ha! Genau zur rechten Zeit. Geht nach Hause. Möget ihr nie von einer Dürre geplagt werden. Was wisst ihr über die Salamandra? Sie haben uns gezwungen, Kräuter zu sammeln, um Fistel herzustellen. Eine Gruppe versteckt sich in der Höhle beim alten Holzschlaggebiet. Die Salamandra haben ihre Finger im Drogenhandel? Danke. Geht jetzt nach Hause. Haha. Voll die scheiß Junkies, Mann. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ah, Sumpfpflanzen, jawohl. Das ist gut für meine Alchemie. Perfekt. Gleich mal lesen, das Büchle. Yeah, Schöllkraut, Büschelkraut und Hundspetersilie zu bestimmten, sowie aus anderen Pflanzen alchemistische Zusätze zu gewinnen. Jawohl. Perfekt. So. Da ist einer. Habe ich jetzt das Buch hier? Ah, war's das? Ist es auch was wert? Ihr habt dieses bereits gelesen. So.
So, habe ich jetzt alle? Gut. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Ach, das war's hier schon. Muss ich wieder zurück, oder? Ah, ne, das ist... Ah, in die Höhle muss ich jetzt, so wie es aussieht. Diese Banditen, ne? Okay, aber ich würde sagen, ich werde hier mal kurz speichern. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.